Viele Themen, die für uns hier auf der Agenda stehen, sind ja Themen, die wir nicht innerdeutsch lösen können. Also die wir im europäischen Rahmen klären müssen. Die aktuellen Krisen, die uns alle gewahr sind, haben Europa an einigen Stellen etwas näher zusammengebracht. An anderen Stellen zeigt sich auch deutlich, dass Europa uneins ist. Und irgendwie gerät Deutschland, hat man zumindest immer mal so den Eindruck, irgendwie zum, weiß gar nicht, Buhmann. Wir werden kritisiert von vielen Seiten. Damit will ich gar nicht jetzt Herrn Melnik meinen. Aber meine Frage an Sie, welche Europastrategie verfolgen Sie? Welche Rolle soll Ostdeutschland in Europa künftig einnehmen? Zunächst mal teile ich die mit der Frage verbundene An- und Einsicht, dass Europa für unsere Zukunft von allergrößter Bedeutung ist. Ich will hier noch mal wiederholen, was ich bei vielen Gelegenheiten versuche loszuwerden. Die Welt wird in ganz wenigen Jahren, schon 2050, 10 Milliarden Einwohner haben. Da wird es viele Länder geben mit über einer Milliarde, mit ein paar hundert Millionen Einwohnern. Und die USA und Europa werden ein wichtiger Teil davon sein, aber ein relativ viel weniger bedeutender, als das heute der Fall ist. Und das gilt dann nicht nur für die Bevölkerungszahlen, das gilt dann auch für die wirtschaftliche Kraft, denn viele dieser Länder haben in den letzten Jahrzehnten deutlich aufgeholt, auch weil viele Produktionsstandorte überall in der Welt entstanden sind und daraus sich jetzt ja neue wirtschaftliche Nachfrage, neue Aktivitäten entwickeln. Das bleibt ja nicht bei der Anfangsinvestition, da kommt ja dann vor Ort immer noch viel dazu. Und deshalb brauchen wir eine einige, souveräne Europäische Union. Und die haben wir in den letzten Jahren ein bisschen mehr geformt, als es bisher der Fall war. Wir haben mit der Antwort auf die Corona-Pandemie und dem Wiederaufbauprogramm, das Europa dann beschlossen hat, gezeigt, dass wir zusammenstehen können. Wer da skeptisch ist, der soll sich nochmal die Kommentare vor all diesen Beschlüssen anschauen. Eigentlich war die sichere Vorhersage sämtlicher begleitender Journalisten, es geht schief. Alle wussten es genau und haben es in Details ausgemalt. Das Gegenteil ist passiert und das ist ja die große Hoffnung, der Optimismus, der mit der Politik verbunden werden kann. Wir können ja was hinkriegen, es läuft ja nicht alles immer so vorhersehbar ab, sondern da ist ja mit dem Handeln von uns als Menschen, von uns als Staaten, von uns als Politikern auch die Möglichkeit, den Lauf der Dinge zu ändern, verbunden. Und das haben wir eben gemacht. Und das gilt auch für die Antwort auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Wir haben einig gehandelt, gemeinsam und einvernehmlich, ganz anders, als viele das vorhergesagt haben. Und das haben wir jetzt in mittlerweile 6 Sanktionspaketen gezeigt, aber auch in vielen anderen Beschlüssen. Deutschland ist da vorangegangen, was übrigens überwiegend anerkannt wird von fast allen, die dazu öffentlich reden und von denjenigen, die das öffentlich kritisieren, aber intern auch. Also irgendwann werde ich nicht das Buch schreiben, wie zuckersüß der ein oder andere im bilateralen Gespräch war und was er dann hinterher zu den Zeitungen gesagt hat. Aber ich kann Ihnen berichten, eigentlich wissen alle genau, das hat schon eine Bedeutung, was das größte Land in Europa mittendrin macht. Und dass wir uns entschieden haben, auf diesen Krieg so zu antworten, wie wir das tun, mit dem Bruch, mit jahrzehntelangen Staatspraxen, zum Beispiel keine Waffen in solche Gebiete zu liefern, mit der Entscheidung, dauerhaft unsere militärischen Aufwendungen zu erhöhen, mit der Schaffung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro, das ist von allen als das empfunden worden, was es war, nämlich die Wahrnehmung der Verantwortung eines Landes mitten in Europa und als Führungsverantwortung. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das weiter hinkriegen, aber es bleibt immer schwierig. Natürlich nichts für Leute, die sich unter Politik sowas Ähnliches wie Weihnachten vorstellen. Der Heilige Geist kommt über uns, wir gucken uns glückselig unter dem Tannenbaum ein und wissen, wir sind zusammen. Das soll ja in vielen Familien so gelingen. Und in der Politik ist es komplizierter. Ja, so ungefähr wie bei den Bürgermeistern, nicht? Die diese divergierenden Interessen moderieren müssen. Es sollte keine Sieger geben, aber es sollte jeder gewinnen, wenn es soweit ist.
Herr Bundeskanzler, ich möchte Sie gerne noch einmal zurückholen hier ins Ostdeutsche Wirtschaftsforum und auch in den Osten. Wir haben in der vergangenen Woche mit Carsten Schneider zusammen eine neue Studie zu den ostdeutschen Eliten in Führungspositionen vorgestellt, die dann sehr große Resonanz in den Medien hatte, weil, was soll man sagen, die Anzahl der ostdeutschen Eliten ist nicht gewachsen seit 2016 und sie ist seit 2004 sogar gesunken. Ist das noch ein Thema nach 32 Jahren Wiedervereinigung? Wie sehen Sie das? Brauchen wir Ostdeutsche in Führungspositionen? Was können die Ihrer Meinung nach einbringen? Erstens, wir brauchen ein ganz klares Bewusstsein von dem Fakt, den Sie gerade berichtet haben. Insofern ist diese Studie sehr wertvoll, wie es übrigens auch der verdienstvolle Bericht der Kommission, der Matthias Platzig vorgesetzt hat, zum 30 Jahre Deutsche Einheit ebenfalls zutage gefördert hat. Es ist anders, als viele sich denken. Und ich will gerne für mich berichten, ein ganz kleines Ereignis, dass ich dann doch überrascht war, als mir dann plötzlich gesagt wurde, es ist am Bundesverfassungsgericht kein einziger ostdeutscher Richter angekommen. Da habe ich gesagt, nee, ne? Mhm. Doch. Haben wir was getan, will ich dazu sagen. Aber wenn darüber nicht geredet wird, wenn darüber kein Bewusstsein existiert, dann wird sich gar nichts ändern. Und insofern ist das sehr wichtig und sehr verdienstvoll, dass wir das tun, weil das die Motivation und den Auftrag auslöst, zu sagen, wir wollen an dieser Sache was ändern. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine Chance, angesichts der 30 Jahre und angesichts der Zahlen, über die Sie berichtet haben, sollte man sich allerdings diese Aufgabe schon sehr ordentlich vorstellen. Also da ist was zu tun. Gut, wir wollen gern mithelfen, damit sich in den nächsten 30 Jahren dazu etwas ändert. Vielen Dank. Komm dann. Ja. Vielen Dank für die Antwort. Also wir hier vorne, wir haben noch ganz viele Fragen, aber wir wollen Ihnen auch die Gelegenheit geben, Ihre Fragen hier zu stellen. Wer möchte denn bitte um ein Handzeichen? Moment. Herr Fuchs. Herr Fuchs, bitte. Das Mikro ist unterwegs. Ja, sehr geehrter Bundeskanzler, Jürgen Fuchs mein Name, Geschäftsführer der BASF Schwarzheide GmbH. Die Bundesregierung hat ja ein Versprechen gegeben und Sie haben es eben wiederholt, nämlich Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, und zwar nicht nur für LNG-Terminals, für Windkraftanlagen, sondern auch für Industrieinvestitionen. Dieses Versprechen hat in der Unternehmerschaft sehr viel Hoffnung erzeugt. Sie haben es ja auch eben an dem spontanen Applaus gesehen, nämlich dass wir in der Lage sind, dass es vorwärts geht, gerade wenn die Rahmenbedingungen für Investitionen richtiggestellt werden. Der Bund-Länder-Pakt soll nun dafür sorgen, dass diese Verfahren bundeseinheitlich effizienter und schneller abgewickelt werden können. Aber ich habe das Gefühl, so richtig voran kommen wir da nicht. Was tun Sie oder was tut die Bundesregierung, dass wir am Ende wirklich auch die Halbierung der Genehmigungszeit, die Sie jetzt auch wieder angesprochen haben, erreichen können? Vielen Dank. Schönen Dank. Auch, dass Sie uns schon in 6 Monaten zugetraut haben, das alles gleich gelöst zu haben. Aber es ist ja das Zutrauen, das uns dann hilft, es auch schnell zu schaffen, wenn auch vielleicht nicht in 6 Monaten, dass wir dann die Gesetze alle geändert haben. Ich habe es eben in meiner einleitenden Rede versucht schon zu sagen. Wir sind jetzt in dem Jahr, wo wir ganz viel voranbringen müssen, einmal um sofort reagieren zu können auf den russischen Angriffskrieg und die Veränderung von Infrastrukturen, die wir sofort brauchen und, wenn man ehrlich ist, längst gebraucht hätten. Denn bei allen Diskussionen, die man über Pipelines und sonst was gerne lange führen kann, dass wir keine Alternative dazu hatten, dass wir nicht vorbereitet waren auf die Situation, es könnte mal schiefgehen, das ist ehrlicherweise bestimmt eine falsche Entscheidung gewesen. Und ich weiß das sehr genau, weil ich mich für diese LNG-Terminals schon eingesetzt habe, als ich Bürgermeister war, was Sie erwähnt haben. Deshalb kannte ich auch den Stand der Projekte, habe sie immer ein bisschen gepflegt und mich damit beschäftigt, ein paar Gesetze geändert, damit es vielleicht doch noch klappt. Aber ich wusste auch, als wir im Dezember uns mit der Frage beschäftigt haben, was passiert eigentlich, wenn das jetzt alles schief geht, dass diese Projekte existieren, und konnte deshalb nach dem russischen Angriffskrieg 3 Tage später im Deutschen Bundestag sagen, wir werden
die jetzt alle errichten. Das sind also schlummernde Projekte gewesen, was die Sache jetzt ein bisschen beschleunigt, dass wir das machen können. Das Gleiche gilt für die erneuerbaren Energien, aber auch viele Technologien, die darum herum gelegen sind. Das geht ja nicht nur um Windstrom auf hoher See, an Land, Solarenergie und Stromnetze. Es geht ja auch um Hydrolyse, es geht um vieles andere, was dazu mit zusammenhängt, wenn wir auf Wasserstoff setzen wollen. Und da haben wir uns vorgenommen, alle damit zusammenhängenden Verfahren in diesem Jahr so zu beschleunigen, dass die sehr ehrgeizigen Ziele, die wir dazu verfolgen, auch umgesetzt werden können. Und mein Ziel ist, das wirklich jetzt alles auf den Weg zu bringen, weil meine Erfahrung ist, wenn man sich da Zeit abhandeln lässt, dann wird aus 3 Monaten schnell 30 Jahre. Also das ist am Anfang der Moment, wo man die Kraft haben kann. Was wir aber jetzt erleben, ist ja, dass wir viele Gesetze zur Planungsbeschleunigung in den letzten Jahren gemacht haben, auch viele Sachen planfrei, genehmigbar gemacht haben, etwa bei Bahninfrastruktur, die vorher alle sehr kompliziert waren. Aber da ist noch viel, viel möglich. Und das, was wir jetzt im Zusammenhang mit der Antwort auf den russischen Angriffskrieg an Gesetzen gemacht haben, was wir im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien und dem massiven Ausbau von Produktionskapazitäten jetzt auf den Weg bringen, was wir gemacht haben nach der Flut im Ahrtal an gesetzlichen Erleichterungen, das ist ja die Blaupause, entlang der wir denken können. Es muss nicht alles 1:1 werden, aber denken können, was sonst noch so alles geht, wenn man um diese Beschleunigung sich bemüht. Und deshalb ist das wichtig, dass wir das jetzt schaffen, weil das die Basis ist für das, wonach Sie verlangt haben. Vielen Dank. Weitere Fragen? Vielleicht nehmen wir mal eine Dame dran. Larissa Zeichert, Geschäftsführerin der LAT-Gruppe aus Berlin und Gewinnerin des Vorsprung in diesem Jahr. Braucht ein Mikro oder kann ich einfach fragen? Na komm. Ich mache das. Teilen wir. Sehr schön. Vielen Dank. Am Rand Ihrer Antwort haben Sie schon das schönste Stichwort genannt. LAT, wir kriegen sehr viele Fachkräfte aus dem Umland von Berlin und sind auf funktionierende Mobilität angewiesen. Jetzt erleben wir gerade im Bereich Deutschlandtakt so ein bisschen, dass es stockt. Und das merken wir natürlich besonders am Gleis. Der Ausbau geht nicht in dem Tempo voran, wie wir es uns wünschen. Dazu meine Frage. Wie machen Sie Ihrem Team Mut und allen den Mitgliedern, die bei Ihnen arbeiten, dass wir Entscheidungen treffen und nach vorne, ja in dem Fall fahren, nicht laufen? Denn ich glaube, ohne ein vernünftiges Schienennetz geht es auch mit der Industrie nicht so richtig weiter. Erstmal will ich gerne unterstreichen, die Infrastruktur wird unverändert ein relevanter Wachstumstreiber sein. Das macht schon etwas aus. Und das letzte Mal werde ich jetzt ein Beispiel mit meinem Wissen aus Hamburg füllen. Der Container, jedenfalls bis vor kurzem war es so, der Containertransport von Shanghai nach Hamburg war immer billiger als der Transport von Hamburg nach Hannover. Und das heißt ja, was Infrastrukturen ausmachen, was für Zeit sie kosten, wie viel Geld das kostet. Und deshalb dürfen wir da nie nachlassen, und zwar gilt das für die neuen Infrastrukturen, die wir brauchen, etwa was wichtig ist für die Digitalisierung unseres Landes, Glasfasernetze, Mobilfunk und all die Dinge, die dazugehören. Aber es gehört auch dazu, dass wir die klassischen Infrastrukturen wie Straßen und Schienenwege nicht vernachlässigen, sondern weiter ausbauen und ihre Leistungsfähigkeit erhöhen. Das werden wir machen, auch mit gesetzgeberischen Mitteln, aber auch vor allem mit Geld und Willen, das voranzutreiben. Nun dauert das oft sehr lange. Man beschließt, eine Bahnlinie zu bauen und 15 Jahre später kommt man als Rentner zur Eröffnung. Das ist schon schnell. So. Und insofern haben wir da was vor uns, aber daraus gibt es erstmal eine Schlussfolgerung zu ziehen. Sofort anfangen, weil die 15 Jahre sind vielleicht dann nicht mehr 15, aber jedenfalls kommen sie immer auf den Anfang obendrauf. Und wenn der zu spät ist, dann ist das ein Problem. Und was das Schienennetz betrifft, wollen wir uns auch, trotz Gefahren, die das möglicherweise auslöst für die Übergangszeit, trauen, die Geschwindigkeit des Schienennetzes und seine eigene Transportkapazität auszubauen mit der Digitalisierung des Netzes, aber auch mit mehr Überholmöglichkeiten und der Fähigkeit, hin und her zu wechseln. Also ein ernstes Problem. Vielen Dank. Dadurch, dass das Mikro nicht weggehen, bitte nicht weggehen, sondern hier zu Herrn Katzek, bitte.
Ja, schönen Mittag, Jens Kaczek vom Automobilcluster aus Deutschland. Herr Bundeskanzler, wir haben ja keine Ahnung, ich glaube niemand hier im Raum, wie der Krieg in der Ukraine ausgehen wird. Ich glaube aber, wir haben alle die gleiche Auffassung, dass es mit Russland in der Zukunft etwas schwieriger wird. Würden Sie meine Auffassung teilen, dass deshalb Ungarn, Polen, Tschechei als Wirtschaftspartner in der Zukunft immer wichtiger werden? Und würde das vielleicht auch dazu führen, dass unser doch relativ angespanntes Verhältnis gerade zu Ungarn und Polen in den letzten 2 Jahren sich wieder normalisiert und verbessert? Wir haben ordentliche Verhältnisse zu allen anderen. Andere haben zu uns selbstdefinierte Verhältnisse. Aber jedenfalls war mein 2. Auslandsbesuch in Polen und mit Absicht, wenn ich das sagen darf. Und auch wenn das jetzt noch viel mit sich, Herausforderung mit sich bringen wird, aber dass zumindest ein Pfad gefunden worden ist, wie das Rechtsstaatlichkeitsthema in Polen bewegt werden kann zwischen der Kommission und der Europäischen Union und Polen, das ist ein gutes Zeichen. Einen Pfad betreten zu haben, heißt noch nicht am Ziel angekommen zu sein, aber dass das immerhin passiert ist, das will ich durchaus positiv zur Kenntnis nehmen. Was die wirtschaftlichen Investitionen betrifft, bin ich ganz sicher, das ist ja jetzt schon so. Manche dieser Länder sind mit von deutschen Investitionen so vollgestellt worden, dass es schon den Blick ins nächste Land gibt. So ist das ja. Und deshalb kann man ganz gut sagen, Länder, die über eine gute Fachkräftestruktur verfügen, Länder, die gute Bildungssysteme haben, die gute Infrastrukturen haben und ein sicheres Rechtssystem, wo man sich darauf verlassen kann, dass einem seine Investitionen nicht durch die Art und Weise, wie da so agiert wird, wieder genommen wird oder sie gefährdet wird, die werden natürlich von diesen Investitionen profitieren. Und ich glaube, auch darüber gibt es keinen Zweifel. Wäre der eiserne Vorhang vorher verschwunden, wären Mittel- und Osteuropa schneller zur Europäischen Union gekommen, wäre ein Teil des Wirtschaftsaufschwungs, der in China in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, zumindest ein Teil, sage ich wohlgemerkt, gleich dort gewesen. Aber das sieht man ja, welche Kraft das hat, was international agierende Unternehmen aus Deutschland so an Möglichkeiten haben. Und das findet jetzt eben statt. Ja, ich glaube, die Verflechtung wird zunehmen. Vielen Dank. Ich habe mehrere Wortmeldungen gesehen. Wir machen mal eine Reihenfolge. Dr. Kamrat, Michael Schumann und dann Ihren Nachbarn. Und dann gucken wir mal weiter. Dr. Kamrat. Steffen Kamrat, Wirtschaftsförderung Brandenburg. Herr Bundeskanzler, vor einem Jahr haben Sie hier an dieser Stelle uns ermutigt, einen eigenständigen Aufbruch Ost zu wagen und nicht den Westen nachzubauen. Ich erinnere mich noch, Sie haben uns auch ermahnt, wer immer nur nachbaut, der wird nie Erster sein. Jetzt haben Sie uns heute, ein Jahr ist vergangen, gute Beispiele genannt, die seitdem passiert sind. Intel hat sich für Magdeburg entschieden, die Tesla Gigafactory ist eröffnet worden, Kettelbau geht voran in Arnstadt und vor ein paar Tagen haben Sie den Spatenstich eines neuen ICE-Werks gestochen. Da entstehen Tausende von Arbeitsplätzen und die Wertschöpfungsketten fangen jetzt erst an zu entstehen. Das hilft bei der Transformation. Aber in der Tat, da werden viele Fachkräfte gebraucht. Jetzt sagen Sie heute als Ermutigung, think big. Herr Bundeskanzler, können wir in Ostdeutschland das, was wir in den 90er Jahren umgekehrt erlebt haben, als viele Menschen hier weggegangen sind, weil einfach die Arbeitsplätze nicht da waren und im Westen waren sie da und sie wurden gut aufgenommen, können wir vielleicht diese Rolle einnehmen, dass wir jetzt innerhalb Deutschland auch etwas zurückgeben und dass wir Menschen im Westen auch ansprechen, wo gerade Arbeitsplätze wegfallen, wie in Nordrhein-Westfalen, zu sagen, hier im Osten, da entsteht etwas Neues und ihr seid eingeladen, herzukommen. Dürfen wir so weit denken, ist das Think Big, was wir tun können? Es wird solche Zuzüge geben, es gibt sie ja schon. Ich habe das bewusst in meiner Rede angesprochen. Aber den Fachkräftemangel gibt es als einheitliches Problem in Ost-, West-, Nord- und Süddeutschlands. Und deshalb wird das die große Herausforderung sein, die wir insgesamt zu bewältigen haben. Manches ordnet sich ja neu. Das haben viele Unternehmen, wahrscheinlich auch einige hier im Raum, gespürt nach der Corona-Pandemie oder während derselben. Da haben sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beruflich neu orientiert. Und oh Wunder, nach der beruflichen Neuorientierung im Rahmen der Corona-Pandemie kommen sie nicht einfach zu dem schlechter bezahlten, etwas unsicheren Arbeitsplatz, den sie vorher hatten, zurück. Es gibt also
ganz offenbar entgegen jeder Volkswirtschaftstheorie oder zumindest einiger unvollständige Märkte. Und die Krise hat dazu geführt, dass der Markt etwas vollständiger wurde und sich Arbeitnehmer und Nehmer, die sich nie umgeschaut haben, umgeschaut haben. Es gibt also eine sehr einfache Erklärung für dieses Phänomen, hinter dem viele so hinterherrätseln. Es ist ganz banal. Und das bedeutet aber, dass wir in der Frage, was kann man als Arbeitnehmer und Arbeitnehmer erwarten, auch eine solide Basis bieten müssen, was Sicherheit betrifft und Perspektiven. Und ich bin überzeugt, dass der Mindestlohn, den wir demnächst ab Oktober haben werden, von 12 Euro, ganz erheblich zum Aufschwung Ost mit beitragen wird. Nicht nur, weil da einfach Leute mehr Geld verdienen, sondern weil es die Perspektive für Arbeitsplätze attraktiver macht und weil es wahrscheinlich für ein einzelnes Unternehmen seinen Nachbar und Wettbewerber im Blick eine viel zu mutige Entscheidung ist, da was zu machen, sondern das funktioniert nur, wenn es für die ganze Branche gilt. Und genau das ist mit dieser Entscheidung ja verbunden. Deshalb erhoffe ich mir davon einiges. Ansonsten wird es um Berufsausbildung gehen. Und da ist mein Wunsch, dass viele, die vielleicht gesagt haben, okay, ich habe jetzt erstmal andere Prioritäten, das Thema der Berufsausbildung neu für sich entdecken. Denn das habe ich schon als Arbeitsminister individual, empirisch, also indem ich rumgekommen bin, festgestellt und später in Zahlen nachlesen können. Unternehmen, die selber ausbilden, haben eine höhere, haben mehr Beschäftigte, weniger Fachkräfteprobleme und halten auch mehr Leute im Betrieb als andere. Deshalb ist das wahrscheinlich eine der wichtigsten Maßnahmen des Personalrecruiting, die man überhaupt ergreifen kann. Die zweite Ressource ist die Beschäftigten, die man schon hat, völlig unterschätzt. Was glauben Sie, wie viele Leute es gibt, die 27, 34 und 41 sind, die als Ungelernte oder Angelernte in der Firma tätig sind, die aber auch noch eine Berufsausbildung machen könnten? Das machen die natürlich nicht, wenn sie dann wieder zur Ausbildungsvergütung für 17-Jährige zurückkehren müssen. Aber dazu haben wir Förderprogramme und da könnte man gemeinsam mit der Bundesagentur Perspektiven entwickeln und würde sie wahrscheinlich Leute dauerhaft an sich binden, die sich vielleicht auch irgendwann mal umgucken, wenn die Lage günstig wird. Und die wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Basis der Demografie definitiv günstig. Dritte Perspektive ist die Frage derjenigen, die hier als Flüchtlinge sind und in Deutschland Aufenthalt gefunden haben. Wir haben ja schon in der letzten Legislaturperiode, und wir werden das noch mal verstärken, dafür gesorgt, dass jemand, der eine Ausbildung macht, im Prinzip eine sichere Bleibeperspektive entwickeln kann. Das werden wir noch ein bisschen ausdrücklicher regeln, als das bisher der Fall ist, sodass es auch jeder glaubt. Aber das kann dazu führen. Und warum soll nicht jemand, der irgendwo in Syrien Volkswirtschaft studiert hat und ein Diplom oder wie das da heißt hat, noch eine zweijährige Ausbildung zum Kaufmann machen? Mit einem Abschluss sichererer Aufenthaltsperspektive, die in diesem Fall auch durch die anderen Fragen geregelt wäre, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel. Und dann sagen aber, das Trainee-Programm, das man mir gemacht hätte, das habe ich jetzt gleich noch mit einem Berufsabschluss verbunden. Da bitte ich Sie einfach neu drüber nachzudenken. Das gilt auch für viele, viele andere. Und da wenn jetzt ukrainische Flüchtlinge hier da sind. Es ist einer der ganz tollen Wege für die Integration in das deutsche Wirtschaftsleben. Und zwar nicht nur für Leute, die noch gar keine Ausbildung haben, sondern für Leute, die schon mal beruflich was gemacht haben, weil sie dann dieses in Deutschland so begehrte Dokument in Händen haben, aber reingewachsen sind. Und letzter Satz. Wir brauchen bis zum Ende des Jahrzehnts einen Ausgleich für 7 Millionen den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehende Fachkräfte. Das wird uns nur gelingen durch die Nutzung der Möglichkeiten der Freizügigkeit in der Europäischen Union und durch hochqualifizierte Fachkräfte, die aus dem internationalen Bereich nach Deutschland streben. Und den Rahmen wird die jetzige Regierung schaffen, weil sie da nicht von Vorurteilen beladen ist, sondern von dem, was nützlich ist. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Michael Schumann. Er sitzt hier vorn. Ja, Michael Schumann, Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben von den Chancen gesprochen, die für Ostdeutschland in einer zukünftigen Reindustrialisierung liegen und sind dabei auf die
großen Flächen eingegangen, die Ostdeutschland noch vorhält und die es in Europa auch besonders attraktiv machen für solche Investitionen. Sie haben Tesla angesprochen, Intel angesprochen, aber auch Kettle. Es gibt aus unserer Sicht erfreulicherweise nach wie vor auch großes Interesse chinesischer Hersteller und Konzerne in Produktionsanlagen in Deutschland zu investieren. Sind uns solche Investitionen in Zukunft auch weiterhin gleichermaßen willkommen? Und können wir Ihnen garantieren, dass Sie hier freundlich empfangen werden? Deutschland ist ein Land, das in aller Welt investiert und deshalb freuen wir uns über alle Investments, na, sagen wir mal fast alle Investments hierzulande. Das ist und bleibt so. Das kann für unsere global vernetzte Volkswirtschaft auch gar nicht anders sein. Wir sind wahrscheinlich das Land mit der größten Verknüpfung mit der ganzen Welt. Und das gilt, wie wir jetzt feststellen, in dieser Krise für Lieferketten, für Produkte, von denen jeder sagt, das ist alles aus Deutschland, aber ein Teil davon ist eben von woanders. Weil es ist eben den großen Exportunternehmen in Deutschland und den vielen Mittelständlern gelungen, global wettbewerbsfähig zu bleiben, aus einer Lieferkettenstruktur, die funktioniert. Selbst ganz moderne Dinge, wie zum Beispiel ein Corona-Impfstoff, hat 149 einzelne Lieferkettenpositionen, die über die ganze Welt verteilt sind und hin und her gehen. Wenn man das im Blick hat, sollte man alles das, was man so an kühnen Strichen in manchen Vorschlägen liest, wie so die Zukunft entworfen wird, einfach abheften und in irgendeinen Ordner reintun, weil das nicht funktioniert. Klar ist, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen. Deshalb haben wir das Außenwirtschaftsrecht geändert und auch weiter werden wir sehr darauf achten, dass jetzt nicht Hightech-Unternehmen in Deutschland gekauft und dann abgezogen werden, dass wir auch unsere eigene Resilienz und Unabhängigkeit sichern. Und das werden wir auch bei den Investments zu beachten haben. Was China betrifft, ist, glaube ich, ist notwendig, einen klaren Blick zu haben. Das Land ist sehr groß und deshalb wird es einen wachsenden Anteil der Weltwirtschaft mitbestimmen. Hightech gibt es da auch, aber nicht so viel, wie hierzulande diskutiert wird, weil das kennen wir alles, aber das kann auch jeder fast aufzählen. Jedenfalls könnte China, wenn es nicht aus ökonomischen und politischen Gründen sich eine Zurückhaltung auferlegt hätte, gegenwärtig Russland gar nicht aushelfen bei den Sanktionen, die der Westen verhängt hat. Das gibt es alles aus China gar nicht. Das wird in 30 Jahren anders sein. Aber es ist jetzt nicht anders. Es ist ein Land, das unverändert zu kämpfen hat mit dem, was man in der Entwicklungstheorie die Middle-Income-Trap nennt. Und eben sein großes Wachstum aus Billiglohnproduktion bekommen hat. Nehmen wir die Corona-Krise, die Masken, die dort hergestellt worden sind, waren zwar alle von da. Die Maschinen, auf denen die Masken hergestellt wurden, waren weitgehend von hier. Und das ist ein Zeichen für die Art der volkswirtschaftlichen Situation. Aber die Wirtschaft muss dann doch ein bisschen klüger sein. Sie muss sowohl bei dem, wohin sie verkauft, als auch bei dem, woher sie was bezieht, diversifizieren. Und da sage ich nur, statt sich ständig mit China aufzuhalten, was man da machen muss, sage ich mal, guckt auch zum übrigen Asien. Da sind ganz schön viele. Und dann, glaube ich, kann man die Sache auch viel geruhsamer betrachten. Vielen Dank. Wir schreiten in der Zeit, springen uns schnell voran. Noch zwei Fragen? Eine? Okay. Ich habe das Regiepult auf dem Schoß. Tut mir okay. Leid. Oder? Sie sagen, wie lange Sie wollen. Wenn er sagt zwei, noch zwei. Ja. Also eine und noch eine kurze sozusagen. Sie haben das Wort. Thank you, Your Excellency, for the opportunity. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bin der Botschafter der Islamischen Republik Iran. Seit 2014 und der Annexion der Krim durch Russland haben wir diesen Krieg ja eigentlich erwartet. Deutschland scheint nicht so gut vorbereitet gewesen zu sein auf einen solchen Krieg. Und ich glaube, das ist nicht im Interesse von Deutschland als Ganzem. Iran hat die zweitgrößten Gasreserven und war immer an einer Kooperation interessiert. Die EU hat 30% der Gasabnahmen. Es
hat auch natürlich ein Rückzug der USA aus dem Abkommen mit Iran gegeben. Und wir sind aber an einer Kooperation interessiert. Iran kann jedenfalls ein zuverlässiger Partner auch im Hinblick auf LNG-Produktion sein. Die Antwort ist sehr einfach. Vielen Dank. Ja, wir hätten natürlich diversifizieren sollen und das werden wir auch tun. Das sind alle Investitionen, über die ich gesprochen habe, über die Kapazität von LNG und erneuerbaren Energie in unserem Lande. Das wird natürlich ein wichtiger Beitrag der industriellen Revolution in Deutschland sein. Ich möchte Ihnen nur einen Einblick geben. Wir produzieren 600 Terawattstunden Elektrizität. Am Ende dieses Jahrzehnts werden es 800 sein und am Ende der nächsten Dekade werden es 1600 Terawattstunden sein. Und das kommt am Ende alles aus den erneuerbaren Energien, was einen großen Unterschied macht, aber auch Unabhängigkeit erzeugt in anderen Bereichen unserer Wirtschaft. Was mit den Investitionen in erneuerbare Energien in Verbindung steht, ist auch, dass wenn der technische Fortschritt erfolgt ist, diese Energie dann sehr billig, sehr günstig sein wird. Viel günstiger als die Ressourcen, die wir heute nutzen. Wir sehen heute bereits, dass eine Offshore-Windfarm deutlich günstiger ist als ein Kohlekraftwerk und auch Strom zu einem deutlich günstigeren Preis erzeugen kann. Und das ist natürlich die Tendenz bei alledem. Um auf Ihre Frage zu Iran einzugehen, das ist natürlich sehr einfach. Bitte unterschreiben Sie die bereits vorgelegten Vorschläge bezüglich des Abkommens. Aber Sie haben natürlich auch die internationale Atomenergiebehörde, die sich ihre Anlagen anschaut. Selbst die US-Regierung, und das ist natürlich heute der Fall, wenn wir uns die Situation anschauen, wo Iran keine Atombombe verwenden kann und Mittelstreckenraketen einfügen kann, die andere Länder erreichen können, zum Beispiel Israel. Also wenn das nicht erfolgen kann, also wenn Sie diese Abkommen wieder unterzeichnen, wären wir alle sehr froh. Die Regie hat das richtig eingeschätzt. Genau genommen dürften wir gar keine Frage mehr zulassen. Aber wenn der Bundeskanzler es so wünscht, dann... Ach, so ist das jetzt. Ja, okay. Ute, siehst du, also ich sehe mehrere Wortmeldungen. Siehst du eine? Ich sehe auf jeden Fall eine aus Chemnitz. Herr Wunderlich, vielleicht wagen Sie sich ein bisschen nach vorne. Dann ist das unsere letzte kurze Frage. Ich mache das ganz kurz. Genau. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Hans-Joachim Wunderlich, IHK Chemnitz. Sie haben alle Stichpunkte geliefert. Internationalisierung, Diversifizierung, Think Big. Wann fangen wir an? Wann unterschreiben wir das CETA-Abkommen? Danke. Schöne kurze Frage. Ganz kurze Antwort, bald. So müssen letzte Fragen und letzte Antworten kommen, um einen solchen Abend entsprechend zu begehen. Lieber Herr Bundeskanzler, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag, für die Inspiration, für die Antworten. Und ich möchte natürlich eine alte Tradition aufleben lassen. Immer wenn Sie bei uns waren und wir uns von Ihnen verabschiedet haben, jetzt kommt die Tradition, haben wir Sie eingeladen, beim nächsten Mal wieder vorbeizukommen. Ich hoffe, das klappt künftig auch so gut wie dieses Mal. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute.